Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Abendschau. Und heute ist Max Zobel mit dabei für den Sport. Und alles Weitere mit Andrea Vername. Max, es gibt ja gleich was zu gratulieren, nämlich der Glückwunsch geht Richtung Alba Berlin. Die sind seit heute deutscher Basketballmeister. Turnier heute wirklich super erfolgreich beendet in München. Hast du damit gerechnet? War dir das klar? Ja, Alba ging schon als Favorit in das Finalturnier in München, neben dem FC Bayern München. Aber hat viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Mehr nachher im Sport. Erstmal vielen Dank, Max. Und wir gehen erstmal nach Neukölln, denn schon wieder gingen in der Nacht Autos in Berlin in Flammen auf. An insgesamt drei verschiedenen Orten wurde innerhalb kurzer Zeit Feuer gelegt. Zuerst in der Schönstedtstraße, dann in der Nansenstraße und schließlich in der Donaustraße. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt, zusammen mit dem Staatsschutz. Der erste Sommerferien-Sonntag und nach der Hitze war es heute mal ein bisschen kühler, durchwachsen, aber allemal warm genug, um den Tag in Bikini und Badehose zu verbringen. Wie schön, wenn auch ein See in der Nähe ist. Mit Schauern gab es nass von oben und unten und all das erträgt der Berliner Heimaturlauber mit der nötigen Gelassenheit. Man muss gut organisiert sein als Studentin oder Student. Neben Vorlesungen, Seminararbeiten und kleinem Haushalt kommt für sehr viele auch noch das Geldverdienen dazu. Typische Studijobs sind halt Kellnern, arbeiten auf Messen oder Kongressen oder im Callcenter. Und klar, diese Geldquellen, die sind nahezu versiegt durch Corona. Was tun, wenn BAföG oder der Elternzuschuss nicht mehr zum Leben reichen? Also wir haben hier... Ja, da müssen wir mal drüber sprechen und bei mir sind Ulrike Jote, politische Referentin im AStA an der TU hier in Berlin. Schönen guten Abend, Frau Jote. Und Kai Wegner für die CDU im Bund. Ja, wir haben das gerade gesehen von der jungen Studentin. Herr Wegner, ist es jetzt wieder so, dass doch die soziale Herkunft wichtig ist, wenn man ein Studium durchbringen will, also sprich auf die Unterstützung der Eltern angewiesen ist? Wir haben die Krise jetzt schon seit März. Was erleben Sie denn direkt an der Uni, Frau Jote? Wie gehen die Studenten damit um? Wie spiegelt sich das da? Die Zahlen sind da leider sehr alarmierend, wie in der Bereich einfach nicht gelöst wurde, leider. Hm. Herr Wegner, das ist ja der Wissenschaftsstandort Berlins hier und auch überhaupt Deutschlands ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Warum dauert das so lange, bis diese Hilfen ausgezahlt werden? Die Ministerin Kalitschek wird schon als Trödelministerin bezeichnet. Das könnte doch ein bisschen schneller gehen, bei anderen geht es ja auch. Wichtig, dass da im Januar und Februar die Kontoauszüge mussten nachgedacht werden. Ist denn 100 Millionen, ist das ein bisschen wenig? Wenn wir an die Summen denken, die an andere große Unternehmen gegeben werden, ist da noch was drin im Etat? Nee, ich glaube, man muss erst mal gucken. Diese Programme gelten ja erst mal für 3 Monate. Sicher, wir sehen alle diese Milliardensummen, die über den Tisch gehen. 9 Milliarden für Lufthansa, für Anteile. Das sind ja auch alles Beträge, die diese Generation wieder zurückzahlen muss irgendwann. Deswegen ist ja vielleicht auch die Frage durchaus berechtigt. Wieso gibt es da 9 Milliarden und hier 100 Millionen? Ja, bei der Lufthansa. Wie viel Geld können wir als Regierung eigentlich geben? Ja, das hört sich doch gut an, Herr Wegner. Ich meine, das sind alles Sachen, die nicht zu Buche schlagen. Der Etat wäre jetzt mal nicht das Argument. Das könnte man umsetzen? In der Tat. Ich finde den Vorschlag, was die Regelstudienzeit angeht. Ja, dann haben wir doch aus einem Streitgespräch vielleicht eine Zusammenarbeit geschaffen. Nach der Sendung herzlichen Dank an Sie zwei. Vielen Dank, Frau Jote, und Dankeschön an Herrn Wegner. Und war auch Einbrecher heute früh auf dem Kudamm aus. Erfolglos. Mehr dazu jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Ja, es ist eine herrliche Mischung, die Mark und mittendrin die Metropole. Und wie sich das konkret mischt, ganz privat oder geschäftlich, das ist uns immer sonntags einen genaueren Blick wert. Und heute geht's um die Wurst. Als Fleischereibetrieb muss man sich wahrscheinlich gerade einiges anhören und viele Fragen beantworten. Woher kommt das Fleisch? Wie und wo wurde geschlachtet? Die wenig wertschätzenden Arbeitsbedingungen bei Deutschlands größter Schlachtfabrik für Schweine, Tönnies, hat wahrscheinlich für die ganze Branche Folgen. Wie es laufen kann, das zeigt uns Charlotte Gerling an einem Berliner Traditionsbetrieb, dem die Mieten hier in Berlin zu teuer wurden und der deshalb jetzt in Hohenneuendorf produziert und dann in 5 Berliner Filialen wieder verkauft. Die D-Mark, eine Sehnsuchtswährung in den 80ern, stabil, Symbol für Wirtschaftswunder und Kaufkraft. Und vor rund 30 Jahren landete sie auch in den Portemonnaies der Ostdeutschen. Die Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Juli 1990. Was für ein Wochenende. Deutschland zog bei der Fußball-WM in Italien ins Halbfinale ein. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim war auf Platz 1 der deutschen Single-Charts und Shopping mit der harten Währung. Vom Umtausch 1:1, Schuldenschwund und ersten Kauf-Highlights. Ohne Aluschips, Uli Zelle.
Dankeschön, Max. Und wir schauen einfach nur noch mal schnell aufs Wetter. In der Nacht klart der Himmel häufiger auf und die Luft kühlt ab auf laue 15 bis 14 Grad. Da können Sie mal richtig schön durchlüften. Morgen Montag scheint erstmal die Sonne, dann bilden sich mehr Quellwolken und nachmittags und abends sind Schauer und Gewitter möglich. Das Ganze bei 26 Grad. Am Dienstag sonnig, angenehme 24 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag kann es neben viel Sonnenschein auch mal teilweise kräftigen Regen geben und auch Gewitter wieder schwülwarm bis 26 Grad. Ja, das wäre also geklärt. Wer gerne miträt, der kann sich jetzt bei zwei Folgen Wer weiß denn sowas mächtig austoben. Wir sehen uns dann gerne nochmal um 21.45 Uhr mit dem Update für die Region in RBB24. Erstmal einen schönen Abend für Sie. Tschüss. Gerne. Bis später. Tschüss.